Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Hof Bergmann. Was ist die letzte Zeit passiert? Wir hatten ja ein 500 Abonnenten YouTube Spezial. War ein Livestream und da haben wir ein bisschen über zwei Stunden habe ich live gestreamt. Die Videos sind natürlich auch online. Da haben wir natürlich einiges geschafft in diesen zwei Stunden. Ich habe dann im Hintergrund auch noch ein wenig was getan und auch das ein oder andere rausgefunden, was ich mit euch jetzt gerne weiterführen wollen würde oder, sagen wir mal so, euch zeigen. Was ist? Ich hatte ja die großen, oder was sagen wir so, prinzipiell auf der Hof Bergmann hast du durch die Kühe hier oben das große Problem, dass du hier 200 Kühe hast, aber sie sozusagen die einzigen sind, die Gülle produzieren. Und die Gülleproduktion oder sagen wir so, die Gülle für die BGA somit relativ gering war. Ich habe jetzt durch Zufall, durch einen anderen Spieler auf der Hof Bergmann herausgefunden, dass ich Gülle ja auch ganz günstig kaufen kann. Das will ich euch kurz zeigen. Wir haben hier super Wetter heute. Es regnet 6 Uhr morgens. Und zwar bei der Raiffeisen kann ich Gülle kaufen. Da gibt es ein riesen Güllebecken. Ups, jetzt sind wir hier vorbeigefahren. Ein riesen Güllebecken. Da hinten ist es nur sehr, sehr eng. Somit müssen wir hier rückwärts reinfahren. Und ihr wisst ja selbst aus den letzten Folgen, ich bin jetzt nicht der Rückfahrspezialist. Aber ich habe das schon mal getestet. Ich komme definitiv rein. Und es dauert auch keine Tage oder Wochen. Wir können jetzt hier gleich 18.000 Liter Gülle holen und dann in die BGA reinhauen. Zack. So. Jetzt müssen wir hier kurz schauen, dass wir unter den Schlauch kommen. So, heute. So, Befüllung starten, Gülle, zack. Auch wenn er nicht direkt trifft, aber er füllt ihn auf alle Fälle auf. So, passt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich mich aktuell befinde. Und zwar die Raiffeisen ist hier hinten. Und somit nicht weit von der BGA entfernt. Und da fahren wir jetzt hin. Und haben wir die Liter rein. Ich komme hier nicht raus. Ich komme mir hier nicht raus, weil es 6 Uhr morgen ist. Und wann machen die auf? Um 8. Okay. Dann verschieben wir die BGA. Auf später, warten wir bis der aufmacht, dann... Ja, hier kann man auch noch Wasser zapfen, okay. Feuerwehr ist auch schon wach. Kirche ist auch schon was los. Gehe immer wieder mal gerne durch den Friedhof und schaue, ob sich irgendwas verändert hat. So, dann. So, hier haben wir BGA. Und wie gesagt, ich habe schon mal ausprobiert. Ich habe jetzt auch noch 21.000 Liter Gülle drin. Aber meine Silage fehlt. Somit, wie ihr seht, ich habe auch schon 38.000 Biogas und Gärreste hatte ich mal abgepumpt und habe sie auf einem Feld verteilt.
Halt, müssen wir natürlich zuerst hier welche rausschmeißen. Schmeißen wir 6 hier raus. So. Dann legen wir los. So, zack, rein die Gabel. Er zeigt zwar nur 4000 an. Ups. Aber glaube ich, wenn ich es in die BGA reinschmeiße, sind es glaube ich 8000. Und dann dürfte die auch wieder zu laufen anfangen. So. Jetzt schauen wir, ob wir die hier über die Kante drüber kriegen. Das funktioniert. So, ziehen wir mal raus hier. So. 8000 auf dem Zeiger und das Ding läuft wieder. Das Einzige, was hier ein bisschen negativ ist, ist der Lärm von der BGA. Aber wir schmeißen jetzt hier noch schnell nochmal zwei rein. Und dann lassen wir sie wieder ein bisschen laufen. Und dann würde ich sagen, wenn wir dran denken, machen wir zum Ende der Folge, verkaufen wir mal ein bisschen Strom. Zack, jetzt fließt die da, jetzt ist der wieder ins Lager reingeflogen. Dann nehmen wir sie so mit. Zack. So. Und rüber. So, jetzt schluckt ordentlich hier die ersten 1000 schon weg. So. Jetzt hier nochmal 8000 hinterher geschmissen. Nehmen wir die Gabel runter hier. So, zack, Licht aus, aussteigen. So. Schauen wir uns das mal kurz an. Ihr seht 50.000 Silage wieder drin. Und er produziert schön fleißig 10.000 Liter Gärreste auch schon drin. Und aktuell 19.000 Liter Biogas. 38.000 Liter Biogas, Entschuldigung. Aber das schauen wir uns später mal an. Wir, da ist noch zu. Hier haben wir auch noch mal einen stehen, den könnten wir auch noch kurz auffüllen. Dann haben wir zweimal 18.000 Liter, die wir zur BGA fahren können. Und ich weiß gar nicht, ich habe vorher gar nicht aufgepasst, aber ich glaube, die 18.000 Liter kosten mich 1.000 Euro oder irgendwie so. Und das, was die 18.000 Liter an Strom bringen, das ist locker wieder refinanziert. So, jetzt sind wir in einem Schub hier reingefahren. So, jetzt schaut es ein bisschen schöner aus. Steht ein bisschen schöner drunter. So, Deckel zu. ...1485 zahlen wir hier. So, stellen wir ab. Auf den Feldern können wir jetzt nichts Großartiges machen bei dem Wetter. Ich habe noch Folgendes. Genau, hier ist er. Ich habe hier mal das kleine Fass mitgenommen. Mit 4000 Liter Fassungsvermögen. Da kann ich hier meine Milch immer reinkippen. Ups, das war nix. Mitsamt der 120 Liter Milch vom Tisch gefallen. So, seht ihr. Und dann verschwindet auch sofort der Behälter.
Und somit muss ich die nicht irgendwie auf dem Hänger verladen, die einzelnen Behälter, und so fülle ich die einfach hier in mein Fass rein und fahre sie dann in die Molkerei und verkaufe sie dann. Aber ich wollte euch was anderes zeigen. Lassen wir den Hänger hier stehen. Da wollte ich nicht hin. So. Ich habe mir eine Buttermaschine gekauft. Die steht hier. Und ein Butterfass. Und die würde ich gerne mit euch heute in Betrieb nehmen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich dort alles für Zutaten brauche oder da nur Milch reinschütten muss oder ob wir noch andere Zutaten brauchen. Das werden wir aber sehen, wenn die Buttermaschine steht. Und ich würde sie gerne, so, machen wir mal hier aus, ich würde sie gerne hier in dieses Haus hier stellen, weil hier hätten wir gleich Milch. Also ich würde sie gern hier so an die Wand stellen, die erste Buttermaschine. Jetzt müssen wir mal kurz was schauen. So, müssen wir uns kurz als Admin einloggen, sonst müssen wir hier wieder einen Stapler holen. Ich würde gerne kurz die Maschine schnell mit der Hand runterschmeißen. So. Dann dauert es nicht gar so lang, weil sonst müsste ich hier mit irgendeinem kleineren Fahrzeug die dann hier rein schippern. So, das Butterfass stellen wir mir hier hinein und dann nehmen wir die Maschine von der Seite. So. Und stellen wir mal hier ab. Jetzt können wir hier einschalten. Den Ventilator. So, so, so. So, machen wir hier aus. Dann schauen wir uns mal die Buttermaschine an. Die Buttermaschine braucht wirklich nur Milch. Somit öffnen wir die Buttermaschine. Und gehen wir mal raus und füllen hier. Gut, wo ist mein Eimer? So, hier haben wir. Ups. So. So, 100 Liter Milch. Und rein da. Weiß nicht, wie viel Milch die Buttermaschine Maximum nimmt. So, wo ist mein Eimer jetzt hier? Hier ist er. Hier steht nämlich Buttermaschine 100%. Wir schließen mal die Abdeckung. So, da unten steht 200 Liter, also da passt doch mehr rein. Aber, okay, wir können sie im Betrieb sozusagen gar nicht befüllen. Cool, seht ihr, die Butter ist in einer Minute fertig. Und das sind dann die 200 Liter. So, hier können wir eigentlich rausgehen. Ich weiß gar nicht, was in diesen Behälter hier reinpasst. Hier ist nichts ersichtlich. Sollen wir mal schauen, ob hier haben wir die Buttermaschine. 1000 Liter passen rein. So, jetzt schauen wir, ob die
Das hier irgendwo drin ist das Butterfass. Nee, diverses. Da haben wir es. 250 Liter. Gut. Was haben wir hier noch stehen? Das ist für Obst. Okidoki. Legen wir mal hier ab. Schauen wir, was hier passiert. Die Butter ist wohl fertig. Das weiß ich auch nicht. Wenn ich das jetzt hier drunter stelle, passiert erstmal gar nichts, weil ich bestimmt... Ah, okay. So, hier kommt Butter raus. Schaut irgendwie komisch aus. Ist aber so. Ich weiß jetzt gar nicht, kann ich Butter... Ist Butter hier im Verkauf auch irgendwie möglich oder haue ich die einfach in meinen Laden rein? Da haben wir die Butter. Oh. Butter wird richtig gut bezahlt. Wird richtig gut bezahlt. Und vor allem brauchen relativ viel die Leute. Ich schmeiß den Dorfladen rein. Ich habe hier eh mein Auto stehen. So, da schmeißen wir das mal hinten drauf. So, dann haben wir hier meinen Spanngurt dran. Von der anderen Seite machen müssen. Oh, also wie ihr seht, Butter ist echt sehr lukrativ. So, das Fass steht gut. Ich hänge ihn hier aber ab. Und ich werde, glaube ich, mehr Butterfässer kaufen müssen, weil wenn ich dieses Butterfass jetzt natürlich in meinen Laden stelle, dann... kann ich natürlich oben aus der Buttermaschine nichts mehr abzapfen. Somit werden wir uns noch zwei oder drei so Fässer holen. So, kurz aussteigen. Und rein damit. Mit der Butter, der Käse ist schon wieder weg. Wo stellen wir die Butter hin? Wo stellen wir die Butter hin? Eigentlich total egal, wo wir die Butter hinstellen, glaube ich. So, die Butter stellen wir hier hin. 5 und da hinten steht einer. Ich weiß natürlich nicht, ob der... Ich stelle jetzt einfach mal hier mal 6 mal Milch. Käse ist alles weg. Die könnte man abholen. Ich kaufe jetzt aber zuerst... So, 3 Stück. Die, dann habe ich insgesamt 4. Ah, das ist nicht der Händler. Hier sind sie. Butterfass zurücksetzen. Ist auf dem Hof. Zurücksetzen. Und wo ist das dritte? So, ans dritte komme ich jetzt nicht hin, oder? Nicht zu fassen. Ne, da steht der Dünger rum. Ja gut, 2 haben wir hier schon mal auf dem Hof stehen. Die schmeißen wir kurz drauf. Die müssten hier hinten stehen. Genau, hier stehen sie. Die schmeißen wir schnell drauf. Und nehmen wir schnell zur Buttermaschine hinten mit. Dann hauen wir da kurz 1000 Liter rein. Und lassen wir die mal laufen. So, den hier auch. Hier rein. Und dann fahren wir rauf. Ups, langsam, nicht, dass wir verlieren. Ah, können wir hier auch rauffahren. So, fahren wir hier hinten runter.
Vorher müssen wir einmal sauber machen. So, bleiben wir hier stehen. Mal Gas. Das Wetter scheint sich auch nicht zu bessern hier. Es regnet und regnet und regnet. So, das zweite auch noch, bevor es hier mit Wasser voll läuft. So. Zack, hinstellen. Jetzt halten wir hier mal die Buttermaschine an. Die müssen wir sogar so anhalten, dass die Öffnung richtig steht. Also die läuft sozusagen gar nicht hinterher, dass die sozusagen selbst dann richtig stehen bleibt, sondern die bleibt einfach dann, wenn ich die Maschine ausschalte, bleibt die Maschine stehen. So, rein damit. 200 Liter. Milch haben wir hier aktuell genug. Und draußen auf dem Feld haben wir auch einiges an Milch noch. Also ich glaube, wir werden auch ein bisschen Milch verkaufen. Aber aktuell ist wirklich Butter sehr lukrativ. Jetzt schauen wir mal natürlich, wie weit das in unserem Dorfladen verkauft wird. Oder hoffentlich war da überhaupt unser Dorfladen. Ah, ist nämlich unser Hofladen, genau. Das sind nämlich, da habe ich mich verschaut. Ein 300 Euro Unterschied, ja, aber gut. Sind immer noch 2,2. Also immer noch ein Haufen Geld für. Ich weiß nicht, ob der Bottich dafür zählt oder ob das pro 100 Liter geht. Wir werden sehen, wenn wir die erste Butter verkauft haben. So, was haben wir drin? 600 Liter. Haben wir noch rein. Und dann ist es gleich 8. Dann macht die Reifeisen auf. Und dann kommen wir auch aus der Reifeisen raus mit unseren 2x18.000 Liter Gülle. Und die fahren wir dann in die BGA. Und lassen wir die noch ein bisschen produzieren. Wir sind zwar langsam schon, langsam aber sicher, kommen wir zum Ende unserer Folge. Aber wie wir vorgehabt haben, wir werden den Strom verkaufen und werden zum Ende der Folge unser Konto ein bisschen füllen, weil mein Wunsch wäre, dass wir uns demnächst, okay, da gehen anscheinend nur 800 rein, weil mehr will er anscheinend nicht. Dann machen wir hier bedienen, Deckel zu, einschalten. Und los geht's, der produziert hier. So, was haben wir hier? 3,7. Stimmt, waren doch mehr gestanden. Ne, tatsächlich passt. So, es regnet immer noch. Wir springen. Okay, hier 7 Minuten noch. Dann gehen die Tore hier auf. Wo wir noch kurz hinschauen könnten, wäre zu unseren. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Zu unseren Gewächshäusern, die haben wir, glaube ich, im Livestream gemacht. Wie es denen geht. So, das war kein Gewächshaus, das wir gemacht haben, aber hier sind unsere Tomaten. Richtig schön. So wie es ausschaut. 50% schon voll. Weiß ich nicht. Kann ich das irgendwie sehen? Da unten, genau. 42% Tomaten.
ich würde sagen, da holen wir demnächst uns, kaufen wir uns Tomatenkisten für die nächste Folge. So, wo gibt's die? Die Kisten. Obst, Gemüse. Obstkiste, Brotkiste. Gemüsekiste. Tomate, Salat und Paprika, so wie es ausschaut, oder? Da haben wir nur... was sind denn da Unterschiede? Okay, wir nehmen die. So, haben wir drei so Kisten gekauft. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Aber wir springen kurz mal. Ah, seht ihr? Die hat aufgemacht. 8.04 Uhr pünktlich. Und dann schicken wir sie zur BGA Gülle. 18.000 Liter. Und wo ist der zweite? Und ihn schicken wir natürlich auch zur BGA Gülle. Der muss dann halt dahinter warten. So, wo haben wir unser kleines Gefährt? Da steht er. Wir fahren jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das hier drüber... Ah, okay. Zurücksetzen. Jawohl. Ah. Okay, die Kisten können wir nicht. Dann schickt man ihn schnell. Können wir in der Zeit was anderes machen. Zum Händler. Und dann schauen wir uns mal auf der Karte an. Da kommen unsere zwei Güllefahrzeuge. Wir sind also gleich da. Und unser Kleiner hier fährt zum Händler. Gut. Wir sind hier oben bei der BGA. 5000. 6% Gülle noch drin. Und wie ihr seht, 47.000 Strom. So, wir füllen, bis die da sind, hier mal nochmal 6 Stück raus. Nochmal, bis die da sind, könnte man nochmal zumindest 2 reinkriegen. So. Ups. Es wird nichts, der fällt wieder rein. Stehen wir im Weg. Sind gleich weg. So. Einen haben wir noch reingekriegt. So. Jetzt holen wir uns aber trotzdem noch mal schnell 2. Schön hinfahren und es regnet weiterhin. Das war nichts. Zack. Zack. Ich wollte jetzt ein bisschen sachter fahren. So, jetzt müssen wir schauen, weil die hier alle anstehen. Ah, da kommen wir schon vorbei. So, zack. Wieder oben drauf geschmissen. Es lief vorher besser.
aber wir schmeißen es jetzt schnell rein. So, jetzt müssen wir eher ein bisschen Gas geben. Die Folge ist nämlich schon wieder am Ende. Und wir wollen ja nicht großartig überziehen. So, hier abstellen. Und dann fahren wir ihn hier mal einen Ticken zurück. So, zurück mit dir. Dann kann der andere hier schön hinfahren. Und dann gehen hier 18.000 Liter Gülle auf Reisen. Wir können uns das kurz hier mal anschauen. Ihr seht, Gülle fließt wieder rein. 48,4 bis jetzt produziert. Wir hauen jetzt beide Güllefässer nochmal schnell rein. Den hier auch schnell per Hand reinschmeißen. Klappt. So. Sehr leer hier. Er ist leer. So. Stellen wir mal kurz auf die Seite. So, hier ist es ein bisschen ruhiger. Dann holen wir hier den zweiten. Dass wir ihn selbst schnell dahin fahren. Die nächsten 18.000 Liter gehen hier rein. Wie gesagt, also das, was ich jetzt hoffentlich an Biogas oder Biomethangas bekomme, nicht direkt Strom, aber Biomethangas, sollte hoffentlich die Kosten des Kaufs des Gülles bei Weitem eindämmen. Schauen wir, wann der leer ist. Dann haben wir 50.000 bestimmt geschafft. So, der ist gleich leer. Zack. Stellen wir den auch mal hier hin. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben jetzt 46.000 Liter Gülle drin. Da bis wir 46.000 Liter Gülle von den Kühen bekommen. Wir könnten zwar Schweine auch noch in die Ställe mit reinziehen, aber die Arbeit, was glaube ich 18.000 Liter Gülle kosten, da müssen wir uns dementsprechend später mal mit den Schweinen beschäftigen. Und haben jetzt 49,6. Wir warten jetzt, bis wir 50.000 voll haben. Dann haben wir 25%. Also ihr seht, man kann hier 200.000 Biomethangas machen, bis die Anlage hier ausschaltet. So, wo ist mein Ding? Was haben wir hier? Milch drin. Pumpen. So, dann schauen wir, wie es der Butter geht. So, nehmen wir hier mal einen Behälter. Ist der alleine stehen geblieben? Tatsächlich. So, dann hier bedienen und dann Vollgas. Hier schön voll. Also die Animation ist schon cool, auch der, dass das fast so voll läuft. Also hat Andi tolle Arbeit geleistet. Die Butter, ah cool,
Wenn er voll ist, kommt der Deckel drauf. Super. Und dann haben wir noch 5,50 drin. Perfekt. So, dann schauen wir, ob wir voll sind. Wir haben 50,5. Perfekt. Nun schauen wir auf unseren... Kontostand. Wir speisen das Gas ins Netz ein. Und los geht's. 74.000. Das ist eine Menge Geld. 74.000. Wir haben eigentlich unseren Kontostand gerade verdoppelt. Wie ihr seht, es dauert ein bisschen, bis das sich hier aktualisiert. Aber es ist definitiv weg. Wir haben es eingespeist, knapp 75.000 Euro bekommen. Das ist richtig, richtig gutes Geld. Und ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz in unseren... Halt, das war die falsche Taste. In unseren Hofladen, aber ich glaube jetzt nicht, dass hier was mit der Butter getan hat. Und wie ihr seht, hier haben wir so eine kleine Bäckerei. Die werde ich auch demnächst mal in Angriff nehmen. Immer noch 200 Liter Butter. Bei dem Wetter geht wohl keiner raus. Ich sehe aber gerade, dass meine Rollläden noch zu sind. Vielleicht habe ich noch gar nicht auf. Somit kann ich natürlich nichts verkaufen. Ich mache erst um 10 auf, oder... Um 9, also geht gleich auf, dann schauen wir mal, was mit der Butter passiert. Ich werde im Hintergrund noch ein bisschen Käse holen, ein bisschen Käse hier einlagern, der ging recht gut. Und wie gesagt, falls euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder, Daumen nach oben. Kommentare sind auch sehr willkommen. Ich lese aktuell wirklich jeden einzelnen Kommentar und versuche die Kommentare, falls irgendwelche Fragen oder irgendwas sind, zu beantworten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Xbox Chris.